Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate, bei der wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Deutschen Bundesbank vorstellen. Ich sitze heute mit Armin. Armin, magst du dich einmal kurz vorstellen? Danke dir. Hi, ich bin der Armin Gershasebi, 24 Jahre jung und noch als IT-Trainee bei der Deutschen Bundesbank beschäftigt. Wie viele Tage bist du mittlerweile dabei? Ja, wir haben es jetzt nochmal ausgerechnet, das sind genau 346 Tage. Ah, okay, Stand jetzt, ja. Nicht ganz ein Jahr. Nee. Und du bist Trainee im Bereich IT? Genau, also normalerweise oder generell gehalten geht jedes Trainee-Programm 12 Monate jetzt hier im gehobenen Dienst. Das ist dann ein Ping-Pong-Spiel zwischen Theorie und Praxis. Man hat 4 Lehrblöcke Theorie, 4 Lehrblöcke Praxisphasen. Und ich befinde mich jetzt in der letzten Praxisphase. Das sind dann auch alles IT-Abteilungen? Genau, also beim IT-Training-Programm geht es darum, dass man eigentlich ausschließlich nur in der IT unterwegs ist. Bei den normalen Training-Programmen, da hat man so ein bisschen noch Freihand, in welchem Zielbereich man da sich was anschauen will oder nicht. Und wie bist du damals vor 346 Tagen auf die Bundesbank aufmerksam geworden? Ja, es war ein bisschen mehr als 346 Tage. Der Bewerbungsprozess, der dauert dir dann doch nochmal ein bisschen. Aber ganz klassisch auf den normalen Bewerberseiten. Stepstone, Indeed, die klassischen Seiten. Wurde mir immer rechts als Anzeige angezeigt, hättest du nicht Lust, auch bei der Bundesbank vorbeizuschauen. Und wie lief dann der Bewerbungsprozess ab? Ja, relativ klassisch. Erstmal natürlich Bewerbung schreiben. Wenn es gut ankommt, dann hat man die Chance auf ein Bewerbungsgespräch. Und wenn man sich dann nochmal gut anstellt in diesem Bewerbungsgespräch und die Fragen überzeugend beantworten kann, dann kriegt man die Chance eben auf dieses Training-Programm. Und was sind deine speziellen Aufgaben? In meinen speziellen Aufgaben jetzt momentan, ich bin so ein bisschen als Berater für die Kunden tätig, für zwei große Projekte, einmal IDA und Galileo. Aber IDA ist ein Riesenprojekt, Galileo ein etwas kleineres. Aber es geht im Prinzip um Riesendatensätze und um Forscherunterstützung. Für die Lounge und da bin ich eben als Kundenberater tätig, dass ich da so ein bisschen die Anforderungen der Kunden ja klassifizieren kann und gucken kann, in welche Richtung es dann doch von diesen zwei Projekten geht oder vielleicht doch ein ganz anderes Drittprodukt werden soll. Jetzt bist du ja oder hast den Einstieg bei der Bundesbank gemacht, genau in der Pandemiephase. Da gibt es natürlich Homeoffice auch. Wie war das so? Wie war die Einarbeitung auf dem digitalen Weg? Also am Anfang war es hauptsächlich virtuell alles. Mhm. Das hat natürlich die Einarbeitung ein bisschen schwierig gestaltet, vor allem man kennt die Leute nicht, man hat dann noch so ein paar Hemmungen, die da überwältigt werden müssen. Jetzt mittlerweile geht's. Wir sind wieder in der Bank. Natürlich nicht zu 100% und mit Abstand und allem drum und dran. Und was macht dir besonders viel Spaß an deinem Job? Also es ist echt atemberaubend, wie breit die Bundesbank aufgestellt ist, wie viele Bereiche es gibt, wie breit das Spektrum einfach an Arbeit ist, was für unterschiedliche Sachen hier gemacht werden. Da wird man doch immer fündig für neue Aufgaben oder für zumindest interessante Themen. Jetzt bist du natürlich mit dem Training schon fast durch, aber es gibt andere da draußen, die interessieren sich gerade dafür. Was würdest du potenziellen Interessenten und Bewerbern denn für Tipps mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall keine Scheu. Es sind nur 12 Monate erstmal hier als Trainee. Falls es nicht gefällt, kann man immer noch wechseln. Aber die Bundesbank meiner Meinung nach ist einer der besten Arbeitgeber hier in Deutschland. Die unterstützen, wo die nur können. Es gibt verschiedene Programme für jeden Wunsch sozusagen, da bleibt kein Wunsch offen. Ist dann halt manchmal nervig, wenn man dann etliche Anträge stellen muss und Formulare ausfüllen muss. Aber die Bundesbank hilft da eigentlich allen echt in jeder Hinsicht. Armin, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Danke. Und wenn ihr noch Fragen oder Informationen sucht zu Trainee-Programmen, Einstiegsmöglichkeiten bei der Bundesbank, dann schaut auf unserer Webseite nach bundesbank.de/karriere und dort findet ihr alle notwendigen Informationen. Vielen Dank! Danke.